Browser und Betriebssysteme, oft ein Thema, das man vernachlässigt. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IENEMAGE und Sie schauen website-marketing.ch. Es gibt immer noch sehr viele Websites, die sehr schmal designt werden, 1024 oder sogar noch kleiner in der Breite, was die Pixel betrifft. Auch lässt man oft außer Acht, dass verschiedene Browser, nicht nur der IE oder vielleicht wie der Safari oder der Firefox, sondern auch andere Browser daherkommen können. Es lohnt sich also, dass man sich das im Analyse-Tool kurz anschaut, bevor man dann zum Beispiel ein Redesign macht, bevor man wählt, welche Breite man fährt. Das wären also sicher Punkte, die man in Betracht ziehen muss. Ich zeige Ihnen kurz, wo man das bei Google Analytics findet und wie das bei uns auf der Webseite ausschaut. Ich bin hier bei Besucher, dann gehe ich auf Technologie und Browser und Betriebssysteme. Ich habe hier nochmals eine zusätzliche Navigation, die ich auswählen kann, bin jetzt im Moment im Bereich Browser. Da sehen wir ganz klar, dass bei uns beispielsweise, und das ist natürlich klar, das sind, ich sage mal, internetaffine Menschen, die auf eine Webseite einer Webagentur kommen, die kommen mit dem Firefox. Das heißt also, bereits viel mehr kommen über den Firefox, nicht viel mehr, aber doch ein paar mehr über den Firefox als über den Internet Explorer. Das heißt also, ich muss auf jeden Fall schauen, dass meine Browser-Kompatibilität auch für den Firefox gegeben ist. Logischerweise für den Internet Explorer, da könnte man dann noch in die Versionen reingehen. Das ist natürlich auch immer ein Thema. Sehen wir hier 9, 8, 7 sogar noch, 6 und 10. Okay, 6 kann man sicherlich vernachlässigen. 8 und 9 müsste man sich auf jeden Fall noch darum kümmern. 7 vielleicht auch vernachlässigen. Dann haben wir den Chrome, auch ganz ein wichtiger Browser. Safari für alle Mac-User. Dann kommen wir zu den mobilen Endgeräten, hier mit dem Safari oder hier beispielsweise mit dem Android Phone. Das sind doch zusammen noch um die 5%. Also man merkt hier, dass die verschiedensten Browser genutzt werden und hier, bevor ich eine Webseite live stelle, muss unbedingt der Test stattfinden über alle Browser und über die verschiedenen Versionen der Browser, ob das funktioniert. Das ist das Erste, das ich hier rausziehen kann. Das Betriebssystem, auch hier sehe ich, welche Betriebssysteme genutzt werden. Ich habe hier beispielsweise Rechner, die über Windows kommen. Windows 7, schön, dass das zuoberst steht. Dann habe ich XP Vista, das sollte noch weiter runtergehen. Das war das mühsamste Betriebssystem, das ich bei Microsoft erlebt habe. Und so weiter und so fort, kann dann auch vernachlässigt werden. Also hier ganz klar 7 und XP, die meist genutzten Systeme. Das ist also auch was, das ich mir anschauen muss, da natürlich Mac-Betriebssysteme, iOS, eben die ganzen Betriebssysteme auf iPhones und auf dem iPad. Dann habe ich Android. Wenn ich mir das anschaue, dann sind das hier um die 13-14%, die bereits über solche Endgeräte kommen. BlackBerry beispielsweise oder auch Nokia vernachlässigbar. Der letzte Punkt, den ich hier anschaue, ist die Seitenauflösung. Und das ist für mich ganz ein entscheidender Punkt, denn hier wird oft ein Design gemacht für eine Webseite, das dann zu schmal ist. Ich sehe hier beispielsweise bis zu der Position 5 hier, dass alles Widescreen sind, also 1280 und breiter mit 1920 sogar eine sehr, sehr breite Bildschirmversion, die breiten Screens, also hier Widescreens, wie man sie auch nennt, werden hier zum größten Teil genutzt. Nur hier Punkt 6, das sind gerade mal 7% der Besucher kommen über eine schmälere Version, wo auch immer hier die hierher kommen mögen, weil das ist sehr, sehr schmal. Und dann geht es wieder hoch, immer über die 1280 oder 1280 selber und dann hier unten nochmal die 1024. Das heißt, wir haben ungefähr 10% der Besucher, die unter den 1280 sind. Wenn ich mir also nur eine Website redesigne, zuerst schauen, was für Browserbreiten kommen auf meine Seite drauf, dann mache ich das Redesign und passe dies der Breite an logischerweise und dann teste ich die Betriebssysteme und vor allem eben die verschiedenen Browser in den verschiedenen Versionen. Lohnt sich also sowas mal anzuschauen? Macht ihr das auch? Checkt ihr das? Wie schaut es bei euch aus, was die Screenbreite betrifft? Ist auch Widescreen ein großes Thema? Das würde mich natürlich interessieren. Kommentare wie immer hier. Abonnieren könnt ihr hier oben. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der IENEMAGE und Sie haben website-marketing.ch geschaut.